Liebe Freunde, liebe Zuhörer, heute ist Tag 7 meiner Quarantäne. Ich hatte einen richtigen Glücksmoment, als ich hörte, dass Steven, mein Partner, negativ getestet worden ist. Und gleich darauf kam dann doch wieder die Sorge, dass das ja nur ein Zwischenstand ist und dass eigentlich die Ansteckungsgefahr für die Zukunft weiterhin ganz groß ist. Ich glaube, viele von Ihnen wissen nicht, es ist gar nicht so einfach, sich zu zweit in einer Wohnung aus dem Weg zu gehen. Es kostet mich schon Überwindung, dass ich nicht auch mal einen zärtlichen Klaps gebe oder den Arm um die Schulter lege. Das ist eine schwierige Situation, aber da müssen wir alle diszipliniert sein. Denn es kann immer wieder passieren, dass ein Familienangehöriger infiziert ist. Gott sei Dank hat Bayern jetzt endlich gesagt, Schluss mit lustig. Die Ausgangsbeschränkung ist sozusagen die vorletzte Salamischeibe vor der Ausgangssperre. Aber liebe Freunde, viele von uns haben nicht verstanden, dass Freiheit und Verantwortung Zwillinge sind. Und gerade an die jungen Menschen möchte ich sagen, jetzt muss drei Sachen klar sein. Nimm Rücksicht auf die Oma. Zweitens, es ist cool, dass man mal 1,5 Meter Abstand hat. Und drittens, an meine Finger lasse ich mal voll die Seife. Mir selbst geht es so, oh la la, kann ich sagen. Gestern war ich ja beunruhigt. Heute bin ich ganz zufrieden damit, dass ich gestern nicht voreilig irgendwo gehandelt habe und das Krankenhaus angerufen habe. Das wäre viel zu früh gewesen. Was mich natürlich sonst noch beschäftigt, ist, dass die Amerikaner jetzt schon testen. Ihr erinnert euch, wir haben vor wenigen Tagen noch Sorge gehabt, dass ein deutscher Impfstoffhersteller von den Amerikanern geklaut wird. Und jetzt sind die Amerikaner schon so weit, dass sie Impfstoffe testen. Also wenn die Krise vorbei ist, müssen wir auch auf unsere eigenen Prozesse gucken. Nicht nur auf wie viel Biotech-Forschung wir in diesem Lande haben, sondern auch, ob wir schnell dann auch PS auf die Straße bringen. In diesem Sinne, ich wiederhole mich, gemeinsam stehen wir das durch, wenn wir möglichst zu Hause bleiben. Ihnen einen schönen Abend.